Was ist eigentlich ein Störenfried? Ist es jemand, der den Frieden stört oder ihn anregt? Jemand, der auf die Nerven geht oder Perspektiven eröffnet? Oder gar jemand, der gefährlich ist und den man lieber meiden sollte? In einer Zeit, die durch immer neue Störungen des Friedens, von Populisten bis hin zu Terroristen gezeichnet ist, suchen diese Fragen tagtäglich nach Antworten. Sie stellen uns vor das zentrale Problem: Wie gehen wir mit einem Störenfried um? Die ersten Antworten sind bereits über 300 Jahre alt und wurden von verschiedenen Denkern immer wieder aktualisiert. Nur, keiner hat's bemerkt. Naja, fast keiner. Denn wie ein Archäologe hat der Gast unserer heutigen Sendung die vergessene Spur des Störenfrieds quer durch die Geschichte der politischen Philosophie zurückverfolgt und sich dabei auch auf neue Pfade begeben. Was er auf dieser Spur entdeckt hat und wie wir mit dem Störenfried umgehen, darüber spreche ich mit dem Philosophen Dieter Thome in Berlin. Herr Thome, wir stehen hier vor der Berliner Mauer, eine der wichtigsten Grenzen in der neueren Geschichte. In der politischen Philosophie spielt der Begriff der Grenze ja eine ganz zentrale Rolle. Aber Sie haben jetzt in Ihrem Buch Pro Robustus, eine Philosophie des Störenfrieds, diesen Begriff der Grenze einen anderen Begriff entgegengesetzt, nämlich den der Schwelle. Weil Sie sagen, dass mit dem Begriff der Schwelle unsere modernen Gesellschaften viel besser verstanden werden können als mit diesem Begriff der Grenze. Also was zeichnet eigentlich diesen Begriff der Schwelle gegenüber dem der Grenze für Sie aus? Wenn Sie auf die Mauer schauen, dann sehen Sie eine Grenze, die zwei Ordnungen unterschieden hat, die sich gegeneinander verschanzt haben. Eine Ordnung versucht stabil zu bleiben, die andere Ordnung versucht stabil zu bleiben. Das heißt, die treffen dann aufeinander an diesem einen Punkt, wo es eigentlich nur noch Konfrontation gibt oder, was hier in diesem Fall nicht so der Fall war, ganz klar geregelte Übergangsbestimmungen. Also der eine kommt von drüben nach hüben, wenn er bestimmte Dokumente vorlegen kann. Das ist natürlich völlig okay, jetzt meinetwegen in der Außenpolitik über solche staatlichen Ordnungen, die nebeneinander stehen und durch Grenzen geschieden sind, zu sprechen. Aber gerade die jüngere Geschichte hat ja auch gelehrt, dass Grenzen durchlässig werden, dass dann ziemlich viel durcheinander geraten kann. Und ich schaue jetzt erstmal nicht auf das Grenzdurcheinander, meinetwegen in der Flüchtlingskrise, obwohl mich das auch in dem Buch beschäftigt, sondern ich schaue eigentlich erstmal auf eine Seite der Mauer sozusagen. Ich schaue mir also die moderne Ordnung als Einzelne an. Und dann frage ich mich, wie sieht es da eigentlich aus mit Zugehörigkeit, mit Eintritt in eine Ordnung, mit Ausschließung aus einer Ordnung. Also das ist erstmal für mich der Fokus. Und auch hier ist es dann so, dass eigentlich sich die politische Philosophie es oft zu leicht gemacht hat und da so ganz klare Eintrittsregeln formuliert hat. Am bekanntesten ist es von der Vertragstheorie. Ja, da haben sie also praktisch die Idee, dass irgendwie man beitritt. Und das wäre dann sozusagen analog zum Grenzübertritt. Vorher war man im Naturzustand, da war man ein wilder Kerl. Der Pur Robustus, meine Titelfigur, den kann man ja auch als wilden Kerl übersetzen. Und dann wird man sozusagen anders, indem man ein ordentlicher Staatsbürger wird. Diese vertragstheoretische Annahme, da ist der Wurm drin. Und zwar deshalb, weil man sich eigentlich damit ein falsches Bild politischer Ordnung zurechtlegt, das sehr stark so sozusagen ein Fertigprodukt darstellt. So einen kompakten Klotz, ja, bei dem man sich eben nur entscheiden kann, ob man dazugehört oder ob man aussteigt. So ist es aber nicht. Also politische Ordnungen sind ja ein lebendiges Wesen. Die sind irgendwie im Fluss. Und zwar deshalb vor allen Dingen, weil man bei politischen Ordnungen nicht einfach nur auf die Verfassung und die Gesetzestexte schauen kann, sondern weil man politische Ordnung verstehen muss als politischer Körper, wie das früher genannt wurde, ja, bei den Franzosen und bei Thomas Hobbes auch. Und dieser politische Körper, woraus besteht der? Aus Menschen. Die kommen und gehen, die sterben, werden geboren. Und das heißt, es gibt praktisch eigentlich so eine Art Prozess, wo ständig die Zusammensetzung dieses politischen Körpers sich ändert. Und dieser Prozess, der ist voll von Verhandlungen. Der ist voll von kleinen Situationen, wo man sich überlegt,
Mache ich mit? Steige ich aus? Wie weit gehe ich mit? Greife ich ein? Mache ich mein eigenes Ding? Und damit man dann eben nicht einfach mit der Grenze operiert und sagt, hey, entweder du gehörst zum Vertrag oder du bist aussätzig, habe ich den Eindruck, es ist wichtig, dieser Beweglichkeit und dieser Offenheit der unvermeidlichen, auch irgendwie gewünschten Offenheit von politischen Ordnungen Rechnung zu tragen. Und dazu braucht man einen neuen Begriff, den der Schwelle. Für Tome kann an der Schwelle viel passieren. Die Schwelle hat den Vorzug gegenüber der Grenze, dass sie typischerweise niedrig ist. Man knallt nicht mit der Nase auf die Mauer, sondern kann innehalten und überlegen. Okay, gehe ich jetzt rüber oder nicht? Es ist, so der entscheidende Vorteil, eine Art kontemplative Phase möglich. An der Schwelle kann man sich begegnen, Begrüßungsgesten austauschen oder Ablehnungsgesten kassieren. Das ist bei der Grenze eben nicht so. Entweder du stehst auf der einen oder auf der anderen Seite. Zusätzlich ist die Schwelle für Tome auch jener Ort, wo sich der Titelheld seines Buches am wohlsten fühlt, der Störenfried, auf Latein pur robustus. Also wie sind Sie auf diese Idee gekommen mit dem pur robustus? Darauf gibt es eine spannende Antwort, die erlogen ist, und eine langweilige Antwort, die wahr ist. Ja. Die spannende Antwort, die erlogen ist, die wäre, ja, als ich anfing, das Buch zu schreiben, da war gerade sozusagen der Duft neuer Hoffnung in der Luft. Da gab es den arabischen Frühling, da gab es Occupy Wall Street, da gab es unglaubliche Umbrüche, in denen eben Störenfriede aufgetreten sind und die Ordnung umgewälzt haben. Und insofern könnte ich sagen, ja, das hat mich inspiriert, jetzt mit der Geschichte des Störenfrieds zu befassen. Ist leider nicht so gewesen, ja, sondern das hat mich dann zwar beflügelt beim Schreiben, dass das passierte, aber eigentlich ist die Antwort langweilig. Ich habe nämlich ein anderes Buch geschrieben über Geldgier, okay, was noch immer nicht fertig ist. Und bin dann bei Alexis de Tocqueville, der das schönste Buch über Amerika geschrieben hat, was es gibt, auf so eine Wendung gestoßen. Ja, die Amerikaner erinnern mich irgendwie an den berühmten pur robustus. Und da habe ich gedacht, berühmt? Ich kenne den nicht. Und dann ist es natürlich so gewesen, dass ich dann gedacht habe, okay, wenn der berühmt ist, der pur robustus nach Tocqueville, dann kennen den bestimmt alle. Und dann habe ich nachgeschaut und habe nichts gefunden. Also keiner meiner geschätzten Kollegen hat eigentlich diese Schatzgrube, die ich als Schatzgrube empfinde, irgendwie besichtigt. Der ist total vergessen gewesen. Hoffentlich bleibt es nicht so. Aber er ist eben nur jetzt vergessen. Und umgekehrt ist es so, dass ich dann, und das hat mich dann zusätzlich motiviert, bemerkt habe, dass der eben eine echte Berühmtheit war tatsächlich. Also Tocqueville hat recht gehabt, denn er taucht eben zum ersten Mal so richtig bei Thomas Hobbes auf und dann kommt sozusagen immer die Crème wieder. De la Crème. Ja, ja. Also dann kommt Rousseau, Diderot, Helvetius, Marx, Leo Strauss, Freud und alle möglichen anderen. Und man hat dann sozusagen so eine Art Ahnengalerie des politischen Denkens im weiteren Sinne, denn es kommen dann auch noch Schriftsteller wie Victor Hugo dazu und so, vor der Nase. Und die deuten den dann jeweils immer ganz anders, was natürlich für jemanden, der dann darüber schreibt, auch eine lustige Vorlage ist, weil man sich dann anhand dieses pur robustus die ganzen Störenfriede, die so rumgelaufen sind in der Geschichte, zurechtlegen kann. Und das ist das Ziel des Buches. Kommen wir auf den Ursprung des pur robustus, und der ist mit dem Namen Thomas Hobbes verbunden. Dieser pur robustus tritt hier das erste Mal auf und wird dann, das sieht man ganz schön im Laufe ihres Buches, von verschiedenen Denkern aufgegriffen, die sich dann an dieser Grundfigur, die bei Hobbes beschrieben wird, abarbeiten und diesen verwandeln und
Ich wollte jetzt mit Ihnen besprechen, bevor wir dann auf die späteren Formen des Borobustus eingehen, wie eigentlich dieser ursprüngliche, dieses Original bei Thomas Hobbes eigentlich konstituiert ist. Wie sieht der aus, dieser Borobustus bei Thomas Hobbes? Ja, das ist tatsächlich so. Thomas Hobbes ist der Vater des Borobustus, aber ein merkwürdiger Vater, nämlich eigentlich so ein ganz grummeliger, unwilliger Vater, der diesen Borobustus gewissermaßen in die Welt setzt und gleich wieder aus der Welt vertreiben will. Mhm. Er muss ihn irgendwie sich eingehandelt haben, er muss ihn zulassen. Und zwar deshalb, weil er ja als Begründer der modernen politischen Philosophie beginnt beim Individuum. Er redet nicht über das Gottesgnadentum oder sonst irgendwas, sondern er fängt an beim Individuum und fragt sich, wie dieses Individuum von der natürlichen Wildheit in einen bürgerlichen Zustand übertritt. Und welche Interessen dieses Individuum dabei leiten. Er setzt beim Eigeninteresse des Individuums an und endet bei dem übermächtigen Leviathan. Das ist dann praktisch die zweite Hälfte. Es gibt den Individualismus und diese souveräne Macht des Staates. Und deshalb muss er sich fragen, okay, welche Entscheidungen trifft das Individuum an dieser Schwelle, wo es darum geht, mache ich mit oder mache ich nicht mit? Aber bei ihm ist eben der Borobustus ein Individuum, das an dieser Schwelle steht und eine falsche Entscheidung trifft. Nämlich die Entscheidung, nicht mitzuspielen und zu denken, besser davon zu kommen, wenn es seinem Eigeninteresse auf eigene Faust nachgeht. Also es überschätzt sich eigentlich und deshalb heißt es in der zentralen Definition bei Hobbes, der Borobustus sei eben ein Mensch mit einem kindlichen oder kindischen Sinn. Ja? Und das ist ein noch viel tieferer Gedanke. Ich möchte ihn kurz mal zitieren und wir können ja darauf dann eingehen. Und da schreibt Thomas Hobbes in dieser neuen meiner Übersetzung, die dieses Jahr rausgekommen ist, ich zitiere da: Kindern, denen man nicht alles gibt, was sie begehren, weinen und zürnen, ja, schlagen selbst ihre Eltern. Sich so zu benehmen, liegt in ihrer Natur. Dennoch sind sie ohne Schuld und nicht böse, da sie zunächst nicht schaden können und ihnen auch der Gebrauch der Vernunft abgeht, sodass sie aller Pflichten ledig sind. Sobald sie aber in einem reiferen Alter sind, in dem sie die Kräfte haben, schaden zu können und weiterhin so handeln, dann fangen sie tatsächlich an, böse zu sein und werden auch so genannt. Deshalb gleicht ein böser Mensch in etwa einem kräftigen Kind, Klammer Borobustus, oder einem Erwachsenen mit kindischem Sinn. Also jemand, der nicht das erwartbare Maß an Vernunft erreicht, ist für Thomas Hobbes böse. Genau. Können Sie darauf eingehen, was das bedeutet? Ja, also das Kind macht zwar vielleicht Unsinn oder schlägt über die Stränge, aber von dem kann man sozusagen nicht mehr erwarten. Mhm. Und seine Erwartung an den erwachsenen Menschen ist, dass er Vernunft walten lässt. In seinem Sinne ist es dann das, was man heutzutage Rational Choice nennen würde. Mhm. Er denkt eigentlich, wenn nur der Mensch vernünftig und nicht sozusagen in so einer Art künstlichen Ausdehnung kindlich ist, dann kann nur ein Resultat rauskommen. Das ist das sozusagen wunderbar Übersichtliche bei Hobbes. Ja? Denn er denkt eben, ja, Vernunft reicht und dann kommt nur raus, du musst dem Leviathan dich unterwerfen. Und wer das nicht tut, ist dann eben der Narr. Da gibt es dann verschiedene Beschreibungen bei Hobbes oder eben dieser Borobustus. Oder ein Rebell, das Wort Rebellion zieht sich durch den Leviathan an verschiedenen Stellen. Und das ist natürlich das Angstszenario. Denn das bedeutet Unordnung, das bedeutet Unfrieden. Aber wichtig ist bei diesem Gründungsakt des Borobustus bei Hobbes, dass er eben den Störenfried als einen rein egozentrischen Störenfried nur denken kann. Das ist die ganz entscheidende Engführung bei ihm, ja? Weil er eben dann sich eigentlich nur vorstellen kann, dass die Menschen, die nicht mitspielen oder auch das System heimlich aushöhlen, das gibt es ja auch noch, dass die davon getrieben sind, sozusagen sich selbst irgendwie das dickere Stück vom Kuchen zu holen oder den ganzen Kuchen gleich zu kriegen. Aber sie haben sozusagen nicht begriffen, dass die eigentliche Vernunft da ist. Thomas' Kritik an Hobbes zielt auf die zu einfache Psychologie ab, die Hobbes dem Menschen unterstellt. Diese verfährt nach dem Motto: Mir geht es immer nur um mein eigenes Interesse.
und diesen ist am besten gedient, wenn ich mich dem Staat unterwerfe und den Frieden nicht störe. Denn nur im Schutz des Staates kann ich mich am besten entfalten. Vernünftig ist daher nur, wer dies einsieht. Böse ist, wer vom erwartbaren Maß an Vernunft abweicht, also immer Kind bleibt. Dieser Gedanke hat mit Blick auf die aktuellen Ereignisse stark an Zulauf gewonnen, denn all jene, die sich lückenlose Überwachung, Schutz der Heimat und sichere Grenzen wünschen, sind unbewusst Fürsprecher des übermächtigen Staates des Thomas Hobbes. Genau hierin sieht Thome einen Irrweg, weil es letztlich auf ein Bild von Individuen hinausläuft, die keine eigene politische Kraft entfalten und sich einer Politik von oben ausliefern. Da möchte ich auf einen Satz von Ihnen eingehen, weil Sie kritisieren ja diesen Pur Robustus von Thomas Hobbes ja sehr deutlich und schreiben an einer Stelle: Aus meiner Sicht ist es aussichtslos, dem Narren tatsächlich Unvernunft nachzuweisen. Warum? Ja, weil es ganz viele Spielsituationen gibt. Hobbes ist ja viel ökonomisch interpretiert worden auch. Also es gibt ganz viele Spielsituationen, wo es überhaupt nicht so klar ist, dass die dominante Strategie, nach der man sich da verhalten soll, die Unterwerfung unter den Staat ist. Also es gibt zum Beispiel ganz viele Argumente dafür, dass man sich dem Staat nur zum Schein unterwirft und jede Gelegenheit nutzt, unter der Hand faule Geschäfte zu machen. Und das ist ja auch eine gängige Praxis. Es ist sowieso so, dass die Historie gewissermaßen Hobbes widerlegt hat, weil man irgendwie mit dem bisschen Vernunft, mit was Hobbes da erwartet, dann eigentlich hätte annehmen müssen, dass diese ganzen Trittbrettfahrer und Schlawiner irgendwie gar nicht existieren würden, aber sie existieren millionenfach. Und diese historische Evidenz, die wird eben durch die systematische ergänzt, dass es tatsächlich auch aus der Sicht dieses Individuums vernünftig sein kann, andere übers Ohr zu hauen, wenn sie nicht erwischt werden. Es kann auch unter bestimmten Bedingungen vernünftig sein, meinetwegen ein Parallelsystem aufzubauen und die staatlichen Institutionen auszuhöhlen. Es ist auch nicht so, dass man, so wie sich das die Freunde der Marktwirtschaft so harmonisch ausmalen, man automatisch die Kunden nett behandelt, weil man sie vielleicht am nächsten Tag wieder trifft. Ja? Also wenn man mit einem Geschäft 1 Million machen kann oder 10 Millionen und dann saniert ist, gibt es extrem vernünftige Argumente, Regeln zu brechen. Als das Buch Vom Bürger von Thomas Hobbes im Jahr 1642 zum ersten Mal erschien, fand sich neben der Beschreibung des Pur Robustus, des Störenfrieds, auch ein interessantes Coverbild darauf. Dieses wurde nicht aus Spaß angebracht, sondern hatte eine bestimmte Funktion. Dem Leser sollte damit sprichwörtlich vor Augen geführt werden, welche Folge sein Tun und Handeln hat, wenn er sich nicht an den folgenden Text hält. Wie das Bild genau mit dem Text zusammenhängt, darüber hat Thome eine eigene Interpretation entwickelt. Und da wollte ich mit Ihnen kurz darauf eingehen, was Sie da sehen, was andere nicht sehen. Ja, Sie sehen also sozusagen den Himmel und die Erde, oben den Himmel, unten die Erde, und beide Darstellungen sind zweigeteilt. Links sind die Guten und rechts sind die Bösen sozusagen. Also diese simple Aufteilung, was Sie auch kritisieren. Die Aufteilung funktioniert eben erstmal so, dass ich beschränke mich jetzt mal, weil das eigentlich auch schon ausreicht, auf die untere Hälfte, dass wir eben links einen ordnungsmäßigen Zustand haben, ein Imperium, wie es da klein unten heißt. Das heißt also eine staatliche Ordnung. Und die Ordnung sorgt dafür, dass die Menschen friedlich ihrer Betätigung nachgehen können. Im Hintergrund sieht man dann hauptsächlich landwirtschaftliche Arbeiten. Und man sieht eine stattliche Dame, die eben dieses Imperium, diese Ordnung verkörpert. Und auf der rechten Seite, interessanterweise, steht dann da auf dem Podest, auf dem Sockel, Libertas, also Freiheit. Auf der rechten Seite sieht man eine Indianerin oder einen Indianer, da sind sich die Interpreten nicht ganz einig, und dahinter im Hintergrund kleinen Kannibalen, die auf Menschenjagd gehen. Das steht also für den Naturzustand. Für den Krieg aller gegen alle. Für den Krieg aller gegen alle, genau. Und das heißt, Hobbes versucht da dem Leser schon vor der Lektüre die Pistole auf die Brust zu setzen und fragt sie: Ja, wo willst du sein, links oder rechts?
Und das ist alles übersichtlich und bekannt. Und was ich jetzt, und oben spiegelt sich das sozusagen, da muss ich jetzt nicht noch näher drauf eingehen. Was ich jetzt interessant finde, ist, dass sozusagen ein Punkt, der schlechterdings entscheidend ist, für das, sowohl für das ganze Hobbesche Modell, wie aber auch für die politische Theorie insgesamt, irgendwie unter den Tisch fällt. Und das merkt man daran, dass da nichts in der Mitte stattfindet. Ist das für Sie dann die Schwelle? Das ist für mich sowas von die Schwelle. Ja. Also das ist die Schwelle schlechthin, weil die Frage ist ja, die Tatsache ist ja, dass nicht ich als Leser jetzt da drauf gucke und mich entscheide, will ich links oder rechts sein. Das ist ja vergleichsweise einfach, aber die Situation gibt es ja gar nicht. Sondern wir sind ja immer schon in dem Bild. Mhm. Also wir bewegen uns irgendwie in diesem Bild, und was man sich jetzt eigentlich fragen müsste, ist, was macht jetzt diese Indianerin, wenn es denn eine ist, klettert die vom Sockel und wandert die auf die andere Seite? Und unter welchen Bedingungen? Und was passiert dazwischen? Welche Verhandlungen über Regeln finden statt? Welche Zurückweisungen erfolgen und so weiter? Und Hobbes muss sich dafür interessieren, er interessiert sich auch dafür, es kommt sogar der Begriff Schwelle bei ihm vor, aber sozusagen im Kleingedruckten. Und das ist deshalb so, weil er eben eigentlich sich diese Schwelle ganz einfach vorstellt. Nämlich, wie ich vorhin gesagt habe, als diese Szene, du kriegst die Pistole auf die Brust gesetzt und du kannst dich entscheiden zwischen Tod und Leben. Oder zwischen totalem Chaos, einem Leben, was kurz und armselig und elend ist. Wo du immer Angst haben musst, dass dir jemand wehtut. Oder ja, klar. Also, oder eben diese Ordnung. Und das ist aber nicht so einfach. Ja. Und das Interessante ist auch an dem Bild, dass Sie gesagt haben, dass diese beiden Figuren sich gar nicht ansehen. Sie sehen voneinander weg. Ja. Also es findet nicht einmal ein Blickkontakt statt. Genau. Also die wissen vielleicht gar nicht voneinander. Es wird eben eine große Alternative aufgebaut, und und dadurch lädt uns Hobbes ein, über diese spannende Frage nachzudenken, was findet eigentlich zwischen diesen zwei Optionen statt. Er lädt uns dazu ein, aber er drückt sich vor der Beantwortung dieser Frage. Oder er gibt eine sehr, sehr einfache Antwort darauf. Der Störenfried, wenn ich das jetzt richtig verstehe, bewegt sich genau in diesem Dazwischen. Ja, das kann man so sagen. Die Frage ist dann eben, weil Sie gerade das Wort bewegen gebraucht haben, in welche Richtung gehen Sie und was passiert dann mit den zwei Seiten? Mhm. Ja, denn es geht ja bei der langen Geschichte des Puer Robustus mit den vielen anderen Denkern von Rousseau bis über Marx bis Leo Strauss nicht nur darum, dass man sich irgendwie an dieses Bild hält von Hobbes und dann da Fußnoten dazu anbringt, sondern es ist ja auch dann die Frage, welche Bilder politischer Ordnung werden neu entworfen und wie stellt man sich eigentlich die Menschen vor, die vor der Frage stehen, mache ich mit? Oder auch, wie stellt man sich Menschen vor, die vor der Erfahrung stehen, ich werde jetzt hier in die Ecke gedrängt. Und wie reagiere ich? Ja? Und, aber trotzdem ist es natürlich so, die Grundstruktur, das ist das Schöne für das Thema, die Grundstruktur ist tatsächlich die, dass alle sich mit diesem Verhältnis von Ordnung und Störung befassen, also auch mit der Schwelle. Und dann kommen die Nachfolger von Hobbes und kritisieren ihn scharf, und interessant ist dann zu sehen, dass sie ein bisschen so vorgehen, dass sie dieses Hobbesche Modell anschauen und dann eigentlich ihn sozusagen vom Tisch wischen wollen. Und kurz bevor sie das tun, nehmen sie sozusagen den Puer Robustus am Schopf, ziehen ihn aus diesem Hobbeschen Modell raus und packen ihn bei sich selbst rein, weil sie ihn irgendwie nicht mit in den Orkus schicken wollen. Also sie deuten ihn um. Ja? Mhm. Und sie deuten entsprechend auch die Schwellensituation um. Und eine dieser Umdeutungen ist dann eben federführend von Denis Diderot, dem großen französischen Aufklärer. Der für Sie die wichtigste Umdeutung von Sie am meisten präferieren würden. Ja, also jedenfalls steckt da unglaublich viel drin, auch philosophisch. Also Denis Diderot präsentiert dann diesen Puer Robustus in seinem berühmten Roman Rameaus Neffe. Und warum ist der jetzt anders als der Hobbesche egozentrische Störenfried? Warum nenne ich den dann exzentrischen Störenfried? Der ist kein egozentrischer Störenfried, weil der eigentlich gar nicht genau weiß, wer er ist. Der will erst noch schauen, wozu er wird. Mhm. Das heißt aber, wenn ich gar nicht genau weiß, was ich
bin oder wer ich bin, kann ich auch nicht genau sagen, was ich will. Damit ist die Axt angelegt an das Eigeninteresse. Denn wenn ich nicht weiß, was ich will, dann ist diese Logik des Eigeninteresses praktisch haltlos geworden. Ja? Aber das heißt eben noch nicht, dass damit sozusagen so eine Art orientierungsloser Typ dabei entsteht, sondern man kann das auch positiver deuten und dann landet man eben bei dem Projekt, Konventionen in Frage zu stellen, die gewohnte Art, wie das bei Diderot heißt, in Frage zu stellen, über, also sich auch, das Wort kommt bei ihm sogar dann vor, zu entfremden von dem, was ist, auch sich selber fremd zu werden. Und damit kommt ein ganz wichtiger Punkt ins Spiel, der mit dieser Schwelle natürlich zu tun hat, nämlich, dass man auch über seine eigenen Schwelle sozusagen hinausgeht, über seinen eigenen Status quo hinausgeht. Das Ganze bekommt eine zeitliche Dimension. Es gibt irgendwie Entwürfe, Experimente. All das sind Worte, die bei ihm und vielen anderen dann vorkommen. Es gibt Experimente, in denen eben auch andere Lebensmöglichkeiten ausgetestet werden. Das Ganze gleicht ein bisschen einer Theaterbühne, wo eben ein Mensch irgendwie sich mit anderen Rollen vertraut macht. Ja, und das ist das Exzentrische daran. Bis jetzt haben wir uns zwei Störenfriede angesehen. Zunächst den egozentrischen Störenfried. Das ist der originale Störenfried bei Thomas Hobbes. Er verhält sich taktisch zur bestehenden Ordnung und schaut danach, wie er sein persönliches Interesse maximieren kann. Der zweite war der exzentrische Störenfried, der bei Denis Diderot auf die Bühne trat. Dieser pfeift auf die bestehenden Regeln, weiß aber nicht, was er eigentlich will. Von seinen Mitmenschen wird er entweder als Spinner abgetan oder als interessante Alternative gesehen, um das eigene Selbstverständnis zu überprüfen. Der dritte Störenfried ist der ambitionierteste. Er will nicht nur den Frieden stören, er weiß auch genau, warum er das will. Weil er eine neue Ordnung anstrebt. Er denkt also nicht nur an sich, sondern an alle. Weil dieser Störenfried ein neues Gesetz gründen will, um es an die Stelle des bisherigen zu setzen, gibt Thome ihm den Namen nomozentrischer Störenfried. Das Wort Nomos ist das griechische Wort für Gesetz. Der einfachste Fall des nomozentrischen Störenfrieds ist eigentlich Wilhelm Tell. Ja? Mhm. Also jedenfalls so, wie Schiller ihn gezeichnet hat. Da kann man sich das am leichtesten zusammenreimen. Der stellt sich raus, der entfernt sich auch erstmal von seinen Mitschweizern sozusagen, gewinnt dadurch eine unglaubliche Vorkämpferrolle und wird dann aber am Schluss Mitglied des Bundes. Wichtig an diesem nomozentrischen Störenfried ist, und das ist dann bei manchen Religionsstiftern vielleicht so eine Sache, ist, dass der sich am Schluss einreihen will, dazugehören will, zu diesem Bund, zu diesem Nomos. Zu diesem neuen Bund. Ja, also das Wichtige ist, dass der nicht sozusagen der Zampano bleiben will, der von oben die Fäden zieht. Also er verwandelt sich, wenn er diese Ordnung geschaffen hat, verliert er diese Rolle des Nomos. Er steht nicht im Zentrum, sondern der Nomos steht im Zentrum. Ja. Und er ist der Diener, ganz bescheiden ausgedrückt, oder der Vorkämpfer, der diesen neuen Nomos errichtet. Also wenn es errichtet ist, verschwindet er als Störenfried. Ja, auf jeden Fall. Und dann verlässt er auch die Schwelle. Ne? Dann wird er also Teil des neuen Bundes. Weshalb, wenn man jetzt meinetwegen den nomozentrischen Störenfried auch als Demokraten sieht, der ja oft gewesen ist, weshalb sich dann die Frage stellt, ob eigentlich dann der Störenfried sich zur Ruhe setzt, wenn die Demokratie gesiegt hat. Ja. Eine Frage, auf die man mit Nein antworten kann, aber trotzdem. Ja, das ist dann auf jeden Fall eine interessante Frage, denn man kann sich natürlich fragen, wenn alle frei mitspielen dürfen, wozu braucht man dann noch die Störung? Eine zentrale Frage stellt sich bei der Lektüre von Thomes Buch immer wieder ein. Ist es eigentlich möglich, zwischen einem guten und einem bösen Störenfried zu unterscheiden? Und wenn ja, welcher Maßstab oder welches Kriterium soll dabei hilfreich sein? Genau an diesem Punkt ist der britische Philosoph John Stuart Mill interessant. Denn für Mill ist der Störenfried eine positive Figur, der man zunächst Vertrauensvorschuss geben muss, weil er die Gesellschaft aus Erstarrungen in gewohnten Mustern befreit.
Aber Mill geht noch einen Schritt weiter und gibt auch ein Kriterium an, an dem wir den guten Störenfried erkennen. Die Anerkennung durch andere. Es gibt eine wunderbare Stelle bei Mill, wo er sagt, eine Gesellschaft, in der Exzentrizität eine Sache ist, die zum Vorwurf gereicht, kann nicht in einem ganzen oder heilen, gesunden Zustand sein. In a wholesome state heißt es im Englischen. Schwer zu übersetzen, aber das ist ein total irres Zitat. Und zwar, weil er eben sagt, ganz wholesome oder heil kann eine Gesellschaft nur sein, wenn sie, und jetzt kommt sozusagen das scheinbare Paradox, das Exzentrische zulässt, was ja die Ganzheit permanent anpiekst, durchsticht, ausbricht eben. Ganzheit, dazu gehört eigentlich ein Zentrum und nicht das Exzentrische. Aber das ist für Mill eben kein Paradox, weil er dann auch diese berühmten Bemerkungen macht, der unangepasste Mensch ist das Salz der Erde und so weiter und so fort. Und dann kommt er an eine Situation, an der man unausweichlich kommt, ohne dass man eben auf dem Papier eine Lösung hinschreiben kann, nämlich was passiert dann eigentlich mit diesem Störenfried, der exzentrisch ist und der die Regeln bricht und so weiter und so fort. Und wie weit kommt man dann mit dieser Anerkennung? Denn es gibt ganz offensichtlich, und das ist der Punkt, den Mill total unterschätzt, ein Problem mit dieser Anerkennung. Nehmen Sie nur meinetwegen Leute, die heutzutage zu der sogenannten Kreativszene gehören. Ja? Also ich weiß nicht, ob Sie sich dazu zählen oder Ihre Kollegen. Total üblich ist da der Spruch, dass man out of the box denken muss. Also das sind lauter Exzentriker. Aber was ist dann eigentlich Sinn und Zweck der Übung? In vielen dieser Fälle ist es praktisch ein Humankapital, was da aufgebaut wird. Und Humankapital heißt, da will man dann auch irgendwann konvertieren, sozusagen cashen, und dieses Humankapital in ökonomisches Kapital verwandeln. Und die Anerkennung, die dann erfolgt, ist, dass man den, der out of the box denkt, hinterher mit Wagniskapital ausstattet und ihn sozusagen heim ins Reich holt, brutal gesagt. Und das heißt also, was Sie hier haben, ist eine Exzentrizität, die Anerkennung bekommt, wo man sich dann aber fragt, wer zieht hier eigentlich wen über den Tisch? Ist es praktisch nur so eine Art Bewegung, die Leute betreiben, um dann gerade Aufmerksamkeit zu erregen und so weiter? Das heißt also, wir haben hier den Punkt, den dann zum Beispiel Nietzsche gegen Mill stark gemacht hat, dass es mit der Anerkennung nur dann wirklich was wird, wenn die Gesellschaft nicht einfach an ihren Kriterien bleibt, sondern ihre Kriterien für Anerkennung selbst auf den Prüfstand stellt. Mhm. Und das, wenn Sie jetzt fragen, wer ist ein guter und wer ist ein böser Störenfried, es wäre schlimm, wenn jetzt ich zum Beispiel mich hinsetzen könnte und diese Entscheidung sozusagen am laufenden Meter Tag ein, Tag aus wählen könnte. Der ist gut, der ist schlecht. Einfach weil so, da würde einfach eine unglaubliche Anmaßung drin liegen. Das klingt jetzt frustrierend, aber ich glaube, das ist auch eigentlich nicht frustrierend, sondern erfreulich, weil es dann darum geht, wie finden eigentlich politische Prozesse statt. Und was man natürlich schon kann, ist dann genau hinschauen, bezogen auf vergangene Fälle, wie bewertet man eigentlich das? Und die Sache ist deshalb so komplex, weil man eben immer zwei Punkte bewerten muss. Man muss bewerten, um was handelt es sich eigentlich bei der Ordnung, die da in Frage gestellt wird. Ja? Also das ist ja schon mal wichtig. Ist das jetzt irgendwie, wie man in bestimmten Kreisen sagt, ein Schweinesystem? Oder ist das irgendwie eine respektable Demokratie oder was auch immer? Zweiter Punkt, was genau tun die eigentlich, die Störenfriede? Was ist ihr Modus operandi? Wie gehen sie vor? Wichtig ist auch, inwieweit versuchen sie, über sich hinaus zu wachsen, indem sie andere mit ins Boot holen. Also der Einzeltäter, der sich jetzt als Heilsbringer aufführt, den kann man, glaube ich, relativ schnell auf die böse Seite schieben. Auch die egozentrischen Störenfriede wird man im Zweifelsfall eher auf die böse Seite schieben,
weil die einfach andere schädigen und sich selbst, um sich selbst was Gutes zu tun. Ja, ja. Richtig interessant wird es dann bei den exzentrischen und nomozentrischen Störenfrieden, und am schärfsten stellt sich eben die Frage beim nomozentrischen Störenfrieden, weil der Exzentrische gewissermaßen bescheidener ist und auch irgendwie so was Spielerischeres hat. Also da geht es dann tatsächlich um Revolutionstheorie, und da müssen dann die Mittel angeschaut werden, die eingesetzt werden. Es muss auch die Frage geprüft werden, inwieweit gibt es so eine Art moralischen Legitimationsknacks in der bestehenden Ordnung. Ja, ja, ja. Lebt die nicht, im Englischen gibt es diese schöne Wendung living up to something, also lebt die an ihren eigenen Grundsätzen vorbei oder fällt die hinter diesen Grundsätzen zurück? Und das lässt sich zum Beispiel bezogen auf den Kapitalismus und die bürgerliche Gesellschaft im 19. Jahrhundert dann gut diskutieren. Da ist ganz offensichtlich, dass da dauernd von der Freiheit des Menschen die Rede ist und sie parallel millionenfach mit den Füßen getreten wird. Also das heißt, da hat man erstmal schon mal so eine Art Bruchstelle in dem System. Was immer wichtig ist, gerade bezogen auf diese Schwelle, dass man da merkt, es ist nicht ein massiver Block, sondern da gibt es so eine Art innere Unstimmigkeit, in die man dann reinfahren kann. Ja? Und dann stellt sich aber eben die Frage, wie geht man dann gegen die an? Welches Subjekt bietet man dagegen auf? Ja, ja. Und da kann man dann, glaube ich, auch Kampfformen zum Beispiel des Proletariats unterscheiden, bei denen die einen gut sind und die anderen böse. Also das hängt dann eben davon ab, sowohl innerhalb von Marx wie auch in der Geschichte des Marxismus, also wer da am Drücker sitzt und welchen Drücker er da durchzieht. Bis jetzt fällt auf, dass der Störenfried von Anfang an als Mann gesehen wird. Schließlich spricht der Erfinder des politischen Störenfrieds, der Philosoph Thomas Hobbes, vom pur robustus, was auf Latein so viel wie ein kraftvoller Knabe bedeutet, und eben nicht von einer puella robusta, also einer Störenfriedin. Daraus ergeben sich zwei Fragen. Warum ist der Störenfried primär Mann, und wie haben das die Nachfolger von Hobbes gesehen? So, warum sind es keine Frauen? Ich habe beim Schreiben gelitten wie ein Hund, weil eben in der Tat, oder gelitten wie ein Mann, darf man vielleicht sagen, weil er in der Tat ja bei Hobbes schon ganz klar männlich ist. Ja. Also dieser pur robustus ist keine puella robusta. Und dann fragt man sich natürlich, wer kommt jetzt auf die Idee, diese Frage zu stellen? Immerhin haben sich ja Größenordnung ein Dutzend wirklich gestandene Denker auf diese Figur bezogen. Und dann beim Erforschen all dieser Wege und Seitenwege habe ich immer darauf gewartet, wann kommt es, und es kam nie. Es kam überhaupt nie? Nee. Okay. Es gibt natürlich weibliche Störenfriede in der Geschichte. Denken Sie an Antigone. Fromm habe ich gefrevelt. Ja, das ist der Satz des Störenfrieds. Also man tut etwas, verbricht die Regel, beruft sich aber darauf, dass das, was man tut, etwas Frommes oder Heiliges, wie es im Griechischen heißt, ist. Und das heißt, es gibt massenweise Feministinnen und auch männliche Feministen in der Französischen Revolution, aber diese Figur selbst hat offenbar nicht dazu eingeladen, die Geschlechterfrage zu stellen. Da kann man jetzt drüber rätseln, warum das so ist. Könnte zwei Gründe haben. Erstens, Politik war halt traditionell ein männliches Geschäft, also waren auch die Störenfriede männlich, so wie die Machthaber, sozusagen in Augenhöhe, aber in Geschlechtereinheit. Stimmt natürlich nicht, weil es auch immer mehr dann weibliche Störenfriede gegeben hat. John Stuart Mill, über den wir gesprochen haben, war ja mit seiner Freundin und späteren Frau ein glühender Feminist. Ja. Der zweite Grund könnte sein, dass diese sozusagen trotzige, kräftige Kampfhaltung, die bei Hobbes eingeführt wird und die sich ein bisschen dann doch auch bei den anderen durchzieht, auch bei Marx, dass die eben dazu einlädt, diesen Typen eher männlich zu bestimmen. Ja. Marx, dem macht es überhaupt keinen, dem bereitet es überhaupt keine Schwierigkeit, so Sätze zu sagen wie das Proletariat wird, Pünktchen, Pünktchen, der Mann. Ja? Mhm. Also obwohl er selbst in seinen Büchern darüber schreibt, wie die Frau in die Fabrikarbeit hineingezogen wird und die Kinder und so weiter. Also natürlich auch Frauen zum Proletariat gehören. Aber also wenn es dann um die Kampf,
um den Kampfauftrag geht, dann denkt Marx interessanterweise dann wieder an die Männer. Aber bei meiner verzweifelten Suche nach der Frau in der Geschichte des Störenfrieds oder genauer gesagt in der Geschichte des Puro Bustus bin ich dann schon darauf gekommen, dass viele sich mit dieser Frage befassen, wie es eigentlich um männliche und weibliche Seiten bestellt ist. Und diese Frage taucht typischerweise an einem Punkt auf, der so eine Art Grundmuster der historischen Geschlechterforschung ist, nämlich an dem Punkt, wo es darum geht, ob man sozusagen heraussticht und als Einzelgänger irgendwas durchzieht oder ob man kooperiert. Und diese zwei Rollen werden ja traditionell dem Mann einerseits und der Frau andererseits zugeschrieben. Die Frau ist, kommt es vor. Ja, es kommt bei unheimlich vielen Leuten vor. Also die Frau ist eher sozusagen um Kooperation bemüht und der Mann ist eher der herausstechen will, sich hervortun will, sich auszeichnen will und so weiter. Und es ist ganz klar, dass diese Idee von Störung nicht einfach nur diese zweite Karte spielen kann, also dieses Herausstechen. Denn es geht dann natürlich immer darum, auch andere auf seine Seite zu ziehen. Gerade Marx dann besonders. Ja, aber auch bei den anderen. Ich meine, der Exzentriker will seine Zuschauer einladen, mit auf die Bühne zu kommen und auch zu experimentieren. Strukturell ist es mindestens beim exzentrischen und nomozentrischen Störenfried so, dass der sich der über die Frage den Kopf zerbrechen will. Wie sieht es eigentlich dann mit der Kooperation aus? Und entsprechend gibt es dann, das beste Beispiel ist ein viel zu wenig beachteter, großer, großer Jurist und auch Rechtsphilosoph des 20. Jahrhunderts, Hans Kelsen, der einen sehr originellen Vorschlag zu einer beweglichen Demokratie macht, in der eben auch Momente von Störung eingebaut sind. Und der dann in diesem Zusammenhang, was für einen Juristen ein ziemlich ungewöhnlicher Zug ist, über die bisexuelle Natur des Menschen schreibt. Was ja jetzt gerade sehr aktuell ist. Was sehr aktuell ist, vielleicht bi reicht schon gar nicht mehr, aber warum macht er das als Jurist in den politischen Texten? Ja? Weil er eben an dieser Stelle dann versucht, diese zwei Seiten abzurufen, aber dann nicht einfach nur nach Männer- und Frauenrolle, sondern als was Männliches und Weibliches in jedem Menschen, wo es um um das Kooperierende und um das sozusagen konkurrierende oder herausstechende Element geht. Solche Gedanken sind dann die, an die ich mich dann wie ein Strohhalm klammere, wenn es um den weiblichen Puro Robustus geht. Was denkst du eigentlich, wenn du den Begriff Störenfried hörst? Dass es Kinder sein könnten. Ja, warum? Weil Kinder eben laut sind, verrückt sind und das manchen Leuten einfach nicht passen könnte. Ja. Und also Störenfried nur mit Kindern verbunden für dich oder können Erwachsene auch Störenfriede sein für dich? Definitiv. Ja? Ja. Und was Erwachsene denkst du da? Wahrscheinlich noch mehr als Kinder. Okay. Ja. Störenfried gibt es eigentlich nicht für mich. Ich finde das gut. Unruhe ist Demokratie. Ja. Und wenn man Leute hat, die abweichen von einer gängigen Meinung, sind das für mich keine Störenfriede, sondern einfach kreative Meinungsträger, die kreative Unruhe reinbringen. Das ist für mich ein Störenfried. Also nichts Kriminelles. Kriminell wäre für mich dann jemand, der putschen will oder sonst. Aber Störenfried ist für mich ein Querkopf, ein Bedenkenträger, der seine Meinung auch vertritt und durchsetzen will. Also Störenfried für Sie positiv konnotiert? Ist positiv. Und was halten Sie dann von Menschen, die derart massiv als Störenfriede auftreten, wie zum Beispiel Terroristen, dass sie die Ordnung derart stören, dass es gefährlich wird für den Frieden sozusagen? Das sind für mich dann keine Störenfriede. Das sind keine Störenfriede. Das sind für mich dann einfach Feinde.
Leute, die zerstören wollen. Mhm. Aber stören heißt für mich Anregungen geben, Anstöße geben für eine andere Denkart, für eine andere Meinungsrichtung. Mhm. Also mit Terrorismus hat das für mich nichts zu tun, weil Terrorismus lehne ich ab und Störenfried ist für mich so ein Querkopf, ein Dickkopf, vielleicht auch jemand, der mal lästig werden kann, aber jetzt nicht im Sinne von gefährlich oder lebensgefährlich zu sein. Ne? Und verbinden Sie den Störenfried eher mit einem Mann, einer Frau oder einer jungen oder älteren Person? Oder ist das offen für Sie? Da habe ich mir jetzt gar keine Gedanken gemacht. Das ist für mich offen. Was fällt dir eigentlich ein, wenn du den Begriff Störenfried hörst? Mein erster Gedanke wäre so ein richtiger Nervensäge. Ja? Ja. Wie zum Beispiel so kleine Kinder. Ja. Das passiert mir oft einmal hier. Ja. Wenn ich hier draußen stand und verkaufen möchte, die kommen dann um mich herum und rennen hin und her und schreien die ganze Zeit hin und her. Ja. Gehen in den Laden rein, spielen da sogar Fang. Okay, okay. Und das ist für mich so richtige Störenfriede. Okay. Oder einer, der es einfach nicht wahrhaben möchte, wenn man sagt, genug ist genug. So. Wir haben hier einen hier in der Halle. In der Woche kam er dreimal her, hat wirklich so mit seiner Gitarre was vorgespielt und dann noch gesungen. Und seine Gesänge hat einfach in meinem Kopf so noch bam, bam, bam gemacht. So, das war für mich dann Störenfried. Und den habt ihr dann rausge... Nee, du, haben wir nicht. Ah, der ist noch immer da, oder? Der hat wirklich hier ein Erlaubnis, dass er jeden Tag hier kommen darf, zwei, drei Stunden spielen darf und wieder nach Hause geht. Ah, okay. Also du verbindest den Störenfried mit jemandem? Durch Lautstärke und okay. Jemand, der einfach nicht hören möchte. Der nicht hören möchte, dass es genug ist? Genau. Ah, okay. Eigentlich eher jemand, der mich zum Innehalten bringt und eher positiv besetzt. Okay. Weil da ist ja das Wort Fried drin, Frieden. Ah, okay, ja, ja. Also eigentlich ist es einer, der den Frieden will, aber den Frieden ein bisschen stört. Und was würden Sie sagen zu Störenfrieden, die den Frieden eben bedrohen? Ja, eigentlich in dem Wort bedrohen ist der Störenfried nicht drin. Der Störenfried ist einer, der den Frieden ein bisschen stört. Das heißt ja nicht, der bedroht den. Also aus Ihrer Perspektive kann der Störenfried gar nicht derjenige sein, der den Frieden bedrohen kann. Kann der schon sein, aber das war jetzt nicht Ihre Fragestellung. Ja, das stimmt. Und der Störenfried kann natürlich manchmal nerven. Ja. Und sagt, ach, so, wenn da so einer ist, der nur stört aus narzisstischen Gründen, das ist sehr nervig. Ja. Dem es gar nicht um den Inhalt geht, aber wenn der einen Wert hat, um den der kämpft, dann ist das schon was wir dringend brauchen. Also für die Demokratie, Störenfriede ist sehr wichtig. Ganz wichtig, ganz wichtig. Also da, wo keine Störenfriede sein dürfen, sehen wir ja gerade, ne? Ja. In ganz, ganz, ganz klar in der Türkei, was ist da? Mhm. Alle Störenfriede weg, keine Bewegung mehr. Mhm. Also Reibung braucht Demokratie, um sich immer wieder zu hinterfragen und zu korrigieren. Also der Störenfried als das Lebenselixier der Demokratie? Nein, das ist viel zu hoch gegriffen. Ja. Als auch ein Element. Auch ein Element? Als auch ein Element einer Sprache. Mhm. Auch einer Möglichkeit der Äußerung. Mhm. Muss sein. Was denkt ihr beide, wenn ihr den Begriff Störenfried hört? Aber Störenfried, wenn ich jetzt die Wörter auseinandernehmen würde, würde ich erstmal Störung und Frieden hören. Ah, interessant. Dementsprechend würde ich das aber eher negativ bewerten, da das Wort Störung als erstes angezeigt wird. Und dann würde es für mich sich so anhören, als wenn man Störung, den Frieden stören. Aber okay. Und für dich? Für mich ist es eine positive Störung irgendwie. Warum? Weil das Wort Frieden einfach mit da drin ist noch. Ja. Und also sozusagen eine Unterbrechung, die aber positiv gemeint ist. Also was ist für Sie ein Störenfried dann? Ein Störenfried ist jemand, der den Frieden stört. Also ein Störenfried ist im positiven Sinne jemand, der Dinge anregt, die ganze Allgemeinheit einfach stumpf hinnimmt. Ja. Also ein Störenfried kann auch ein total wichtiger Faktor sein. Und ein Störenfried kann aber auch jemand sein, der permanent einfach also Zwangsopposition lebt, egal wogegen oder wofür, Hauptsache er kann dagegen sein. Okay. Also ein Störenfried geht in beide Richtungen gut los. Okay. Ja, dann danke Ihnen vielmals. Ja. Gut für die Antwort. Servus, viel Spaß. Alles Gute, gell? Ciao. Okay. Heißt sehr interessant, dass viele Leute den Störenfried als eine positive Figur gesehen haben, was mich
Was ich besonders interessant gefunden habe, dass sie den Begriff Störenfried getrennt haben, also einerseits die Störung gesehen haben und andererseits den Frieden und das so interpretiert haben, als ob sozusagen die Störung, die der Störenfried auslöst, dem Frieden dienlich ist. War das etwas, von dem Sie ausgegangen sind? Hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass das kommt, denn eigentlich ist es ja, lässt das Wort einem ja kaum Spielraum. Also der Frieden ist der gestört wird. Mhm. So ist es ja eigentlich gedacht, das Wort. Und ich habe, mir ist sehr wichtig, dass diese Störenfried-Figur nicht automatisch in der Schublade des Bösen landet, nach dem Schema Frieden ist gut, wer den Frieden stört, ist böse, sondern dass der Störenfried dann eine Ehrenrettung erfahren kann, wenn er einen faulen oder falschen Frieden stört. Dass jetzt Leute sogar die Störung noch positiver sehen, und nicht nur als Störung des Friedens, sondern auch als Störung eines Zustands, die dann dem Frieden dient, ist natürlich außerordentlich großzügig, ist mir durchaus genehm, aber sehr großzügig. Ja. Ich würde noch mal auf einen Störenfried eingehen, den wir bis jetzt noch nicht ganz behandelt haben, nämlich den massiven Störenfried. Den Sie ja als jemanden bezeichnet, der eine gestörte Störung auslöst. Also wir haben ja die ersten drei Störenfriede, den nomozentrischen, egozentrischen und den exzentrischen. Wir haben diese als Störenfriede gesehen, die zwar Störungen auslösen zur bestehenden Ordnung, aber der massive Störenfried, der löst eine gestörte Störung aus. Und Sie identifizieren diesen dann auch als Beispiel, nennen Sie Terroristen oder Islamisten. Können Sie noch genauer darauf eingehen, was diesen massiven Störenfried auszeichnet? Ich nenne den massiv, was vielleicht ein bisschen unbeholfen klingt, einfach weil es hier um eine Massenerfahrung geht. Und das ist auch schon der entscheidende Punkt. Beschrieben wird er eigentlich zum ersten Mal so richtig bei Max Horkheimer, der über die kleinen Wilden spricht und damit eigentlich so faschistische Schlägertrupps meint. Und bei denen beobachtet er eine Ich-Schwäche. Das sind also gerade nicht so starke Individuen, so kräftige Individuen, die selbstständig sind und gleichzeitig so eine Art Hass auf die Welt, von der sie sich schlecht behandelt fühlen. Und ihr Störpotenzial steht und fällt dann damit, dass sie sich zusammenrotten, zusammentun, dass sie praktisch auf jemanden einprügeln oder irgendwie lautstark werden, nur dann, wenn sie genau links und rechts an der Schulter den anderen spüren, der genauso brüllt. Und dieses Gefühl, zur Stärke zu kommen, hängt also dann von der Massenerfahrung ab, die sie brauchen. Und das ist deshalb eine gestörte Störung, weil man ja ganz offen sieht, dass der hier stört, sofort eine Ordnung braucht, auf die er sich verlassen kann, die hieb- und stichfest ist, wie so ein Block, dass er sich dann dieser Ordnung anschließt, ohne Naht und Bruch, sich ihr voll hingibt und daraus dann die Stärkung bezieht, die ihn dazu bringt, wiederum störend irgendwo einzugreifen. Und das ist ein Handlungsmuster, was wir eben nicht nur beim Faschismus sehen, sondern tatsächlich auch beim Neofaschismus und aber auch bei all denen, die eben wie zum Beispiel Fundamentalisten oder Islamisten ein unglaublich aggressiv agieren, aber dafür eine unbedingte Zugehörigkeit brauchen. Aber dieser weltumspannende Gemeinschaft der Gleichgesinnten. Und deshalb ist es eine gestörte Störung. Und diese gestörte Störung ist für Sie das radikal Negative? Ja, ich meine, das ist halt dann einfach eine Form der Perversion des Störenfrieds. Mhm. Also man muss natürlich auch eben aufpassen, gerade wenn man den Begriff der Schwelle wichtig nimmt, dass man bei Störenfrieden eigentlich immer Figuren braucht, die in irgendeiner Weise, wie das an so einer Schwellensituation der Fall ist, einen Bezug aufrechterhalten zwischen sich und dem, auf das sie sich beziehen, an dem sie sich reiben,
dass sie in irgendeiner konstruktiven oder destruktiven Weise angehen. Und diese Bezugnahme, die fällt natürlich bei Leuten, die einfach nur zum Beispiel die Störung in Zerstörung pervertieren. Yeah. Oder bei Leuten, die das wie eine fremde Welt sehen, sich irgendeiner anderen Gemeinschaft zugesellen und dann sozusagen irgendwie ihr Vernichtungswerk vollziehen. Das fällt dann da weg. Und insofern sind es dann eben gestörte Störer. Für Thome muss man politische Störungen von gestörten Störungen unterscheiden, in etwa so, wie man eine Grippe von einer tödlichen Krankheit unterscheiden muss. Eine Grippe fordert zwar das menschliche Immunsystem heraus, letztlich jedoch kommt der gesunde Körper gestärkt hervor. Genauso braucht die politische Ordnung eine Störung, um lebendig zu bleiben und gestärkt hervorzukommen. Eine gestörte Störung hingegen ist wie eine tödliche Krankheit, die das Immunsystem überfordert und die Zerstörung des lebendigen Organismus zur Folge hat. Deshalb kann Thome sagen, eine gute Zeit für die Demokratie ist sicherlich nicht diejenige, in der die Störung total ausfällt. Inwiefern ist für Sie Störung für die Demokratie wichtig? Wenn die Demokratie sich in den Spiegel schaut und sich dann fragt, wie halte ich es mit den Störern, auch mit der inneren Störung, dann gibt es diese verführende Selbstauskunft, die habe ich ja schon auf meiner Seite. Die, jeder darf seine Meinung sagen, wenn er sich irgendwie an bestimmte Regeln hält und so weiter. Das heißt also, es gibt die Versuchung, innerhalb der Demokratietheorie auch den Störenfried, dem Störenfried so eine Art Ehrengrab zu schaffen. Hier liegst du, wir ehren dich und jeder darf dann auch innerhalb der Demokratie sich so einbringen. Ich glaube, das ist ein falsches Verständnis von Demokratie. Demokratie ist eben kein festes Gebäude, sondern ein Prozess. Und in diesem Prozess gibt es immer auch mehr oder minder gravierende Abweichungen. Und nicht alle diese Abweichungen finden ihren Weg in die Ausschüsse, in die Gesetzgebungsverfahren, sondern es ist ein Prozess, das sieht man ja auch gerade heutzutage mit der Herausforderung durch den Populismus, der tief in das Eingeweide der Gesellschaft hineingreift, hineingehört. Und da reicht es eben nicht zu sagen, ja, wir haben die Störung sozusagen ins Verfahren eingebaut. Also, das dürfen wir sozusagen nicht. Wir müssen die Störung auch so zulassen. Das geht gar nicht. Also, es poppt sonst wäre es ja keine Störung mehr. Ja, und es poppt hoch und es gibt natürlich bestimmte Elemente, in denen demokratische Verfassungen auch dieser Tatsache selbst Rechnung tragen. Ja. Im Grundgesetz Artikel 20 gibt es das Widerstandsrecht, wo eine Verfassung das Kunststück fertigbringt, selbst ein Bewusstsein dafür zu haben, dass es Situationen gibt, in denen jemand Rechtsbrüche begibt, auf die er paradox gesagt ein Recht hat. Mhm. Ja? Und diese Rechtsbrüche in Artikel 20 können sich auch richten ausdrücklich gegen diese Ordnung, wenn nämlich diese Ordnung selbst ihre Grundsätze verrät. Also das heißt, da haben wir solche Zulassungsregeln für Störungen, mit denen die Demokratie an ihre eigene Grenze kommt, ihre eigene Grenze auch kennt. Wie ist das eigentlich für Sie? Empfinden Sie sich als Störenfried? Oder wie viel Störenfriedpotenzial liegt in Ihnen selbst? Leute, die sich selbst auf den Sockel des Störenfrieds setzen, sind ja keine. Ne? Die sonnen sich dann darin. Ja. Also vielleicht sollten dann das andere sehen. Ich glaube, es ist ein bisschen schnöselig, wenn man Professor an der Universität ist, sich da so auch von dieser sicheren Position aus dieses Flair zu geben, dass man jetzt wahnsinnig provokativ sei. Ja. Aber es gibt wahrscheinlich ziemlich viele, die mich irgendwie so ein bisschen störend
finden. Das kann schon sein, aber ich finde es irgendwie, blöd, sich den Orden selbst an die Brust zu heften. Außerdem gibt es für Störenfriede sowieso keine Orden. Ja, Herr Thome, vielen Dank bis hierher. Wir haben die Sendung begonnen mit dem Begriff der Grenze. Und ich möchte noch am Ende noch ein Zitat von Ihnen vorlesen, wo Sie auf die Grenze eingehen und hier herausstreichen, warum der Purobustus hier für Sie eine zentrale Rolle spielt. Und Sie schreiben da: Wenn die Grenzerfahrungen selbst eine Geschichte haben, dann heißt dies, dass die Grenzen permanent bestätigt, bestritten, verteidigt, verschoben oder durchbrochen werden. Und wenn all dies geschehen soll, dann muss es unter den Ausgeschlossenen und Eingeschlossenen nicht nur Leidtragende, sondern auch Handelnde geben. Der Purobustus ist ein solcher Handelnder. Ihm ist zuzutrauen, den Lauf der Welt zum Guten oder zum Bösen zu beeinflussen. Wenn es da so steht, wird es schon stimmen. Ne? Ja, das wird sich herausstellen. Du musst da auch nicht.